So, hallo Leute, hier ist Marc Bellinghaus, euer Influencer. Auch wenn die GdBA sarkastisch dahin schreibt, Siegfried Schmidt. Leute, ich bin missbraucht worden, das wisst ihr, als Siegfried Siggi Schmidt. Deswegen habe ich mich 1985 schon umbenannt, Leute. Und hier ist mein Name in meinem Ausweis. Könnt ihr das sehen, ja? Ist das für euch verständlich? Braucht man sich auch nicht so sarkastisch drüber draufstürzen, ja? Im Hintergrund hört ihr BUNT, Band, Punkt, Supermode, Paper Planes vs. Tell Me Why. Das ist dieser geile Song von Bronski Beat von früher. Und das ist hier von Lisa Job, was da gekommen ist. Ja, ich habe gedacht, diese Frau hat so viel zu tun, aber anscheinend ja doch nicht. Ja, um mich rauszuschmeißen, reicht es allemal. Sehr geehrter Herr Schmidt, Leute, ich bin seit 85 Marc Bellinghaus. Habt ihr das kapiert? Ja, Herr Wolfgang Schwaninger. Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass der Hauptvorstand der GdBA in seiner Sitzung am 29. April 2024 ihren sofortigen Ausschluss aus der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehörige beschlossen hat. Etwaige überzählte Beiträge werden Ihnen erstattet. Grundlage hierfür waren die Sachverhalte, die wir Ihnen mit Schreiben vom 17. April 2024 zugestellt haben. In diesem Schreiben haben wir auch darauf hingewiesen, dass Sie die Möglichkeit haben, schriftlich hierzu Stellung zu beziehen. Davon haben Sie nicht Gebrauch gemacht. Leute, ich hatte 3 fucking Verfahren. Ja, das wisst ihr auch. Und das Wichtigste habe ich gewonnen. Also, gegen diesen Beschluss können Sie innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach Zustellung dieses Schreibens schriftlich Widerspruch beim Beirat der GdBA einlegen. Beirat der GdBA Heinrichstraße 2325 Hamburg. Mit freundlichen Grüßen, Lisa Jobt. Ja, ist ja toll. Habe ich ja doch mal was gehört. Lisa Jobt, Präsidentin, genau. Und hier ist der Klopper. Genossenschaft Deutscher Bühnenangehörige RV, gegründet 1871, ist jetzt komplett in den Boden gewirtschaftet worden von einer Gruppe Leute, die sich überhaupt nicht mehr um die Rechte der Schauspieler kümmern, wie man am Beispiel von Herrn Raphael Westermeier unschwer sehen und erkennen kann, ja, und da stehe ich dazu, das ist mein Recht, ich bin offiziell gewählt worden und dieser Kerl hat behauptet, ich wäre nicht offiziell, insofern haben wir da schon noch was zu klären, liebe GdBA, ich weiß, dass ihr schon vorher beschließt, aber das sind die Machenschaften wie in Nordkorea oder China oder in sonst irgendeiner Diktatur. Ihr setzt euch doch so hier gegen mich ein, weil ihr genau wisst, von wem ich abstamme. Das ist doch der wirkliche Grund. Singen wir doch einfach mal die Tatsachen auf den Tisch, ja? Und das bedeutet, dass ihr gegen das Grundgesetz verstößt, dass ihr mich ablehnt, weil ich von jemandem abstamme, wofür ich überhaupt nichts kann. So einfach ist diese Kacke. Also, ich werde dagegen natürlich Widerspruch einlegen, weil ich schon 1985 in der GdBA war. Da waren viele von euch, wussten noch gar nicht, wie man GdBA schreibt. Insofern habe ich schon das Recht, denke ich, weil ich die anderen Mitglieder dieser Genossenschaft warnen möchte mit meiner Aktion gegen einen Vizepräsidenten, der sich hier eingeschleimt hat in übelster Art und Weise bei einer Unrechtsintendantin, die hier den größten Klopper rausgehauen hat, indem sie mir mein Theaterstück geklaut hat. Das ist noch lange nicht vorbei. Und ich kann euch nur sagen, dass ich das so haushoch gewinnen werde. Das weiß ich, weil ich genug Beweise habe. Der größte Beweis ist das Bühnenbild, das haben die von mir geklaut. Meine Kunst wurde geklaut, aber dafür hat natürlich Herr Schwaninger, Frau Jobt und natürlich auch Herr Raphael
Westermeier keinen Kommentar. Die stellen sich nur wunderbar gerne für irgendwelche Fotooptionen hin, machen die Arme verschränken über der Brust und machen auf NV-Verträge Neuerungen und kämpfen so öffentlich für Leute. Aber wenn sie die Möglichkeit haben, richtig was zu tun für 45 rausgetretene SchauspielerInnen, KollegInnen, da machen sie nichts. Und das verstehe ich einfach nicht. Verstehe das, wer will, aber ich verstehe das nicht. Naja, ihr habt ja immer noch diese wunderschönen Toi-Toi-Toi-Magazine, auf dem jedes Mal auf der Front die toll klingenden Wort krass, krasse dies, krasse das steht. Aber dass das absolut krass ist, was ihr hier mir geschickt habt, das wissen jetzt auch die Leute, die das Video gesehen haben. Also, in diesem Sinne, ja, mir fehlen die Worte. Toi, toi, toi.